Jo, Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder auf. Ja, wo sind wir denn nun? Und vielleicht erkennt es einige von euch auch schon wieder. Und zwar sind wir heute mal wieder auf Griefer Games. Und ja, ich denke, man erkennt es auch hier an der Lobby. Und ja, heute würde ich euch gerne, ja, mit euch ausprobieren, ob drei bestimmte Bugs noch funktionieren, die früher funktioniert haben, als ich aktiv auf Griefer Games gespielt habe. Und da ich damals schon die Erlaubnis hatte, die halt hochzuladen, gehe ich einfach mal davon aus, dass ich die diesmal auch haben werde. Sollte das nicht so sein und dass wir hier ein Teammitglied sehen, dann bin ich natürlich auch gerne bereit, das Video wieder offline zu nehmen. Aber ich denke, das ist kein Problem, da ich ja schon die Erlaubnis habe und die Videos ja teilweise auch schon online sind. Ja, und ich würde sagen, um diesen Bug zu testen, so diese Bugs, das sind drei Stück an der Zahl, würde ich sagen, gehen wir auch mal hier in den Portalraum und gehen dann gleich hier auf Citybuild 6. Das ist übrigens mein Main Citybuild hier auf Griefer Games und ich merke gerade, dass mein Ping nicht so der beste aktuell ist, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt wieder, wenn ich auf Citybuild 6 drauf bin. Okay, ich bin jetzt auf Citybuild 6. Ich habe auch nicht so viel Geld, wie man hier rechts an der Seite sieht. Ja, aber ich würde sagen, wir testen einfach mal den ersten Bug. Und der erste Bug war ein One-Hit-Bug, beziehungsweise ein Bug, mit dem man nicht alles one-hitten konnte, sondern nur mehr Schaden machen kann, aber halt so viel, dass man zum Beispiel Spieler ohne Rüstung one-hitten kann. Ich würde sagen, wir testen es gleich hier mit den Schweinen. Und ich nehme einfach mal die Axt, es sollte ja erstmal ausreichen jetzt. Und zwar legen wir die, ja, die Axt auf den ersten Slot, gehen dann slash Portal in den Portalraum, wechseln jetzt einfach den Citybuild einmal und gehen einfach auf irgendeinen random anderen Citybuild. Ja, ich würde sagen, ja, vielleicht nicht auf 1, der wird bestimmt ziemlich voll sein. Ich schätze einfach mal, Citybuild 14 ist nicht so voll. Gehen wir einfach mal rauf. Okay, Leute, und jetzt seht ihr gleich, haben wir hier auch die Axt. Und wenn wir jetzt slash EC machen und die Axt einfach mal da reinlegen, und dann einmal slash, nicht slash up, sondern slash Portal machen. Dann landen wir wieder im Portalraum. Dann gehen wir wieder zu Citybuild 6 zurück. Warten unsere 12 Sekunden und gehen dann wieder drauf. Okay, jetzt sind wir wieder auf Citybuild 6. Und wenn es jetzt funktioniert hat, dann müssten wir jetzt, glaube ich, so war der Bug, müssten wir wieder Schaden machen. Und zwar ziemlich viel. Ich würde sagen, dafür gehe ich einfach mal hier zum Schweinespawner und warte einfach mal, dass hier Schweine spawnen. Und Leute, okay, hier ist schon ein Schwein gespawnt und wir probieren es mal aus. Und Leute, ihr habt es gesehen, ich habe das Schwein gerade mit meiner Hand einfach ge-one-hittet. Ich probiere mal aus, das ohne Critical Hit zu one-hitten und okay, das geht nicht. Aber Two-Hit für ein Schwein ist immer noch extrem gut. Ich mach mal hier kurz Option Damage Indicator enabled an und dann gucken wir auch mal, wie viele Herzen die Schweine dann haben und wie viele wir mit einer Hand, zwar auch mit Fleisch oder so, abziehen. Dafür müssen wir jetzt natürlich wieder warten, bis eins spawnt. Okay, hier ist eins gespawnt und ihr seht, es hat 5 Herzen. Wenn wir einmal raufschlagen, Leute, haben wir dem einfach 3,5 Herzen abgezogen, weil es jetzt nur noch 1,5 hat. Ja, ich würde sagen, das töten wir jetzt auch einfach nochmal. Und ich würde sagen, ich suche auch mal in-game nach einem Spieler, der mal kurz was testen muss für mich, beziehungsweise halt einfach sich kurz umbringen lässt. PH, PvP, gibt's das nicht hier? Regeln, bla 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 bla. Ich frage einfach mal kurz den Spieler hier, mit dem habe ich eben schon ein bisschen geschrieben. Hast du kurz Zeit, dich töten zu lassen? Okay, dann würde ich sagen, mache ich einmal MSG Toggle und dann gucken wir mal, ob wir da eine Antwort erhalten. Okay, wir haben jetzt hier einen Spieler, der hergekommen ist. Ja, und ich würde sagen, ihr seht hier, der hat 10 Herzen und wenn ich ihn jetzt einfach mal normal schlage, verliert er einfach 3,5 Herzen. Und wenn ich ihm einmal einen Critical Hit gebe, dann hat er jetzt, ich weiß nicht, hat er gerade regeneriert oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall hat er, glaube ich, gerade 5 Herzen verloren. Ja, ich würde sagen, noch ein Hit und er ist tot und der hatte noch guten Stuff dabei. Du hattest Stuff dabei, XD. Ja, komm einfach nochmal her, schreibe ich mal, komm nochmal her. Okidoki. Genau, dann würde ich sagen, geben wir dem mal hier seinen Stuff wieder. So. Ja, wir geben ja auch einfach alles hier, was ich im Inventar habe. So. Auch den ganzen Stuff hier, der dem eigentlich nicht gehört, kann er aussortieren. Da mein Rest, Stuff. Danke dir. So, ich würde sagen, MSG Toggle wieder an. Ihr habt gesehen, ja. Der Bug, er geht noch. Ist natürlich irgendwo auch doof. Ich würde euch natürlich auch nicht empfehlen, diese Bugs auszunutzen. Es ist einfach nur generell da, um euch zu zeigen, was für Bugs hier auf dem Server existieren. Und natürlich sind es auch jetzt keine so krass schlimmen Bugs. Ich meine, Griefer Games ist kein PvP-Netzwerk, deswegen ist das jetzt nicht allzu schlimm. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zum nächsten Bug. Okay, der nächste Bug ist ein durch Blöcke laufen Bug, was ich hier schon als kritischer ansehe.
Und zwar funktioniert es ganz einfach so, dass wir jetzt einfach mal irgendwo hingehen, wo wir durch Blöcke laufen wollen. Und ja, ich würde sagen, wir probieren mal aus, in welche Richtung wir denn laufen können. Wir können immer nur in zwei Richtungen laufen. Ich würde sagen, ich stelle mich dafür einmal hier auf die Ecke, genau in die Mitte, mache dann PHP2, das geht hier auf Stapel 6, weil da ist jeder gebannt, das weiß ich auswendig. Okay, Leute, wir wurden jetzt, als wir hier in der Mitte standen, wurden wir, wie ihr seht, nach hinten und nach rechts tippet. Das heißt, wir können in diese zwei Richtungen können wir uns durchbacken. Das heißt, wenn wir hier rauf wollen, durch die Wand durch, können wir hinten einfach durch die Wand durchlaufen, auch wenn das bei diesem Grundstück jetzt natürlich unnötig ist. Ich kann das einfach mal hier hinten demonstrieren. Und zwar, ja, würde ich sagen, stellen wir uns einmal hier an die Wand, geben den Befehl ein, laufen rückwärts, ja, und geben den Befehl vielleicht so ein, dass wir ihn über Autotext eingeben, weil wir ihn dann deutlich öfter eingeben können. Ich würde sagen, ich mache mir einfach mal kurz den Autotext. Und zwar lege ich mir das auf X dann. Okay, okay. Und jetzt, wenn ich jetzt einfach mal X drücke, genau, rückwärts laufe und nochmal X drücke, und nochmal X drücke, und nochmal X drücke. Also irgendwie glaube ich gerade, dass es nicht funktioniert. Ja, vielleicht haben sie das behoben. Ich würde sagen, wir probieren es mal aus mit Blöcken, die nicht so, ja, stabil sind, sage ich einfach mal. Wie wäre es denn zum Beispiel hier mit dem Beacon hier, wenn wir das einfach mal hier machen. Okay, Leute, hier zum Beispiel geht's noch. Seht ihr es, Leute? Also, gut, ich würde sagen, es geht noch zur Hälfte oder ich war einfach eben zu dumm. Wobei ich sogar tatsächlich glaube, dass ich einfach zu dumm war. Wir können ja einfach mal probieren, uns hier bei den Schildern durchzubacken. Indem ich mich einfach hier hinstelle, rückwärts laufe, X drücke, X drücke, X drücke, X drücke, X drücke. Okay, nee. Also, ich glaube, dass es schon noch geht, aber dass ich es gerade einfach irgendwie nicht hinkriege. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das mal, noch mal eben auf meinem ersten Grundstück. Und zwar kann man damit sich noch wo durchbacken. Und zwar seht ihr hier, habe ich eine schöne Bühne gebaut. Okay, ich habe die nie verwendet, aber ich habe sie gebaut. Und zwar, Leute, können wir hier einfach reinlaufen, indem wir so machen und dann hier reinhüpfen. Ja, das geht ganz easy und es geht auch immer noch, wie ihr gerade gesehen habt. Und zwar, wenn man hier lang geht, dann ist hier drunter, unter diesem Block, ist eigentlich Luft. Wenn wir aber hier drauf auf ein gebanntes GS gehen, so funktioniert der Trick nämlich, dann werden wir halt hier in die Mitte tippet, weil wir halt nur auf der Hälfte standen und deswegen halt, ja, nach unten tippet werden, einen halben Block. Dann stehen wir halt in diesen Blöcken drin und können hier einfach durchlaufen. Und da hier ja kein Block ist, fallen wir hier einfach rein. Ja, hier könnt ihr übrigens dann, wenn ihr wollt, Creeper farmen, just for fun. Also ja, das ist jetzt nicht super krass ausgebaut, aber ich würde sagen, ja, das sollte definitiv reichen. O okay, lol, Maus. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt gerade war, aber auf jeden Fall, das funktioniert auch noch. Und ich würde sagen, ich würde mich auch gerne nochmal irgendwo durchbuggen. Wie wär's denn mit Glas? Ich glaube, Glas ist relativ einfach zum Durchbuggen. Wir stellen es einfach mal hier hin. Und Leute, okay, ihr seht's, wir sind drin, okay. Ja, also vielleicht bin ich einfach nur zu doof, mich gerade durch feste Blöcke durchzubuggen. Ich glaube, es ging damals auch. Wenn ich mich irre und ihr meine Videos vielleicht damals schon gesehen habt, dann schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Aber ich würde sagen, dann kommen wir eigentlich jetzt auch schon direkt zum dritten Bug. Okay, Leute, für den dritten Bug brauchen wir einfach mal ein Pad. Ich würde sagen, ich hole mir einfach mal hier ein Pad Bad. Und dafür muss ich auch einmal eins meiner Perks ausschalten. Und zwar hier das No-Fall-Perk. Das habe ich zwar gerade aktiviert, aber das darf eigentlich nicht aktiviert sein. Da muss ich draufklicken, ne? Genau, Leute, okay, jetzt habe ich es deaktiviert. Das heißt, wir können es jetzt einmal testen, indem wir hier runterspringen. Ja, ich bekomme Fallschaden, ja. Funktioniert auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einmal slash pad right machen. Dann einfach mal hier oben irgendwo hinfliegen. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt einmal auf den Mob Clear. Und ich denke, einige von euch wissen auch schon, was wir dann machen. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich warte jetzt irgendwie auch schon ewig auf den Clear. Ja, ich würde sagen, wir machen es einfach eben mal anders. Und zwar geht das Ganze mittlerweile auch ein bisschen anders, ist aber vom selben Prinzip her. Also das Ganze funktioniert auch, wenn die Mobs gekillt werden. Ja, ich würde sagen, dafür brauche ich aber mal eben wieder einen Spieler, der mir hilft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Okay, ich habe immer eben wieder jemanden geholt, der hier das machen kann. Ich würde sagen, ich mache einmal Pad Remove, dann einmal Slash Pad Bad Bad machen, bitte. Mit Doppelbad. Okay, ich bin jetzt auf meiner Fledermaus. Ja, Leute, es müsste jetzt funktionieren, dass wenn ich hier hinfliege und die sich noch stacken, dass sie sich dann stacken. Okay, ihr habt gesehen, die haben sich gestackt. Ja, jetzt sind es hier einmal drei Anhauen. Wenn ich jetzt einmal Slash Perks mache, seht ihr hier, meine Perks sind aus. Ja, ich würde sagen, dann probieren wir einfach einmal aus, hier runter zu springen und gucken, ob wir Falldamage kassieren. Und Leute, ihr seht, ich habe keinen Falldamage kassiert. Ja, ich würde sagen, ich schreibe den mal, komm mal mit. MSG, komm mal mit. Okay, dann zeigen wir ihm jetzt einfach mal den No-Fall-Bug. Okay, er soll jetzt mal mitkommen. Und soll mal hier warten. Warte hier. Okay, du sollst hier warten. Guck mal nach oben, genau. Okay.
Ich werde springen. Habe das No-Fall-Perk aus. Okay, ich würde sagen, ich mache einmal P Middle. Gehe dann einmal nach hier oben. Einmal hier auf den Dirt-Block rauf. Und guck dann einmal, ob der Spieler bereit ist. Okay, ich würde sagen, ja, wir springen einfach einmal, ne? Guten Tag. Ja, ich würde sagen, wir schreiben mal Hi. Und ja, Leute, das ist eigentlich auch schon, ja, der letzte Bug. Und bei dem empfehle ich euch am meisten, dass ihr den nicht benutzt, weil das halt schon ein sehr krasser Bug ist. Aber ich würde sagen, ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, da es mit dem Video jetzt schon war, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ja, auch mich gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ich sowas öfter machen soll und ihr das halt dann auch sehen wollt, weil dann werdet ihr halt benachrichtigt und so. Ja, aber an sich würde ich sagen, was ist mit dem Video? Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.